trocken. Ja, da kann ich nicht reden. Nicht? Die Politiker reden ja alle. Nicht? Guten Abend. Nein. Magst du am Boden setzen? Oder ja, ja, ich setze ja. Was soll man da überhaupt sagen? Ja, wir werden schon was finden, wo wir drüber reden können. Aha. Das kriegen wir schon. Aha. Na, wir haben gedacht, weil ich gerade dort war und Sie so nett zusammen geredet haben über die Bilder. Ja, nein, es ist interessant. Ist. Für uns ist das interessant, weil ja das von früher ist. Ne? Mhm. Und alle kennt man auch nicht mehr. Wir klären Ihnen kurz, was wir machen. Also uns interessiert hat das, wie das früher mal war. Wie hat es ausgeschaut? Ja. Ab 21 ist erst Burgenland worden. Vorher war es ja bei Ungarn. Dann ja. hat es einen komischen Krieg gegeben, dann hat es einen eisernen Vorhang gegeben. Jetzt gibt es sowas wie die Europäische Union. Nun, Und wenn wir uns mit unserem Alter nicht damit beschäftigen, werden wir irgendwann vergessen, wie das war. Ja, und wir sehen das jetzt als Aufgabe. Wir reisen da herum in der Slowakei, in Ungarn und in Österreich und sammeln ein paar alte Geschichten. Ja, und da geht es jetzt nichts um Wissenschaftliches, um Bimsbam, sondern geht es um ehrliche, normale Geschichten. Weil die erzählen das wirklich, wie es war. Ja. Den Rest kann man irgendwo nachlesen, aber der ist gar nicht so spannend. Und so einfach ist das jetzt. Und darum sind wir da gelandet und darum sitzen Sie jetzt bei uns und wir würden uns freuen, wenn Sie uns einfach irgendwas erzählen. Ja, ein bisschen was können wir schon. Das ist aber herrlich. Vielleicht so ist, wie Sie heißen. Kastler. Kastler. Warte ein bisschen. die Ilse hat gesagt, ich soll erzählen was von meiner Lehrzeit. Und wenn ich da zurückgreife, glaube ich, dass das vielleicht auch interessant wäre. Und zwar, ich hab gelernt in Jois Schmied und Huf- und Wagenschmied. Und allein die Hinfahrt, das war in 49er Jahren, allein die Hinfahrt war schon, das sind 30 Kilometer von da. Da hat es ja keine Verbindung gegeben. Da sind wir mit den Pferden. Sind wir rübergefahren, der Vater und ich. Und da haben wir mitnehmen müssen, weil ich aber dort geschlafen war, nicht? Also, und Kost. Ja, Webster. Ja, die ist schon wieder da. Da haben wir die Tücher mitgenommen, nicht? Und Polster und gewohnt halt. Und dann sind wir rübergekommen und da habe ich schlafen müssen in einem Schupfen. Und meine Mutter hat dann gesagt, also besser war, wenn er heimgekommen hat wieder, der Bub. Ich habe aber nicht wollen. Er war nur der Einzige. Und bin geblieben 2 Jahre, 4 Jahre war Lehrzeit im Burgenland, 4 Jahre in Niederösterreich, nur 3 Jahre. Bei Huf und Schmieden, Huf und Wagenschmied waren 2 Gewerbe im Burgenland, dort nicht. Angefangen haben wir in der Früh, zu arbeiten um 6 Uhr und um 7 Uhr aus. Am Abend. Und es war Sommer und Winter so. Und einmal ist einer gekommen von der Gewerkschaft. Hat es damals schon gegeben. Und der hat gefragt, wie lange ich arbeite. Habe ihm gesagt. Am nächsten Tag hat mich der Meister hinholen lassen, gleich in der Früh, beim Frühstück, und hat er gesagt, Mischka, willst du was auch lernen oder nicht? Habe ich gesagt, freilich will ich was lernen. Ne? Hat er gesagt, dann sagst du, wenn das nächste Mal einer kommt, du arbeitest von 8 bis um 5. Also das war. Und damit war der Fall schon geklärt. Der hat 50 Schilling damals zahlen müssen, das weiß ich heute auch noch. In die Gewerbeschule sind wir gegangen, nach Neusiedl, das erste Jahr. Alle Wochen einen Tag, am Montag war das. Und da habe ich in der Früh in die Werkstatt gehen müssen und schon angezogen für die Schule zu gehen. Nicht? Und arbeiten bis um 7 Uhr, also gearbeitet, nur so hergerichtet und was, nicht, dass ich nicht so dreckig wäre. Mhm. Und dann zu Fuß nach Neusiedl gegangen, in die Berufsschule. Und am Abend heimgekommen, um 5 Uhr und bis um 7 Uhr weiter, wieder weggerannt und so. Am Samstag, wenn wir aufgehört haben, um 5 Uhr, haben wir zusammengerannt.
Und dann haben wir, aber wir müssen entweder ein Holz schneiden. Mit so einer Säge. Ja, ja. Oder sauer ausmisten. Am Sonntag Vormittag, am Sonntag, ja, habe ich gesagt, Sonntag Vormittag war es dasselbe. In der Früh auf, Holz schneiden oder nicht verkehrt, sauer ausmisten, in die Kirchen gehen und von Mittagessen bis zum Abendessen haben wir fortgehen dürfen. Und da waren viele Lehrlinge in Jois. Da sind wir auf Neisel gegangen ins Kino. Ins Kino? Ja. Ins Kino ja. Sind wir gegangen. Ja, es hat schon ein Kino gegeben in Neisel damals. Wie viele Kilometer sind das gewesen? Ja. Achso, die fast. Sechs Kilometer sowas. Und wie sind Sie dorthin gefahren? Hingegangen. Hingegangen und wieder zurückgegangen. Da war aber nicht recht viel Zeit zwischen Mittagessen und Abendessen, ja. Wo man 1,5 Stunden hingeht. Ja. Und nachher war es aus. Und was warst du im Kino gelaufen? Das weiß ich halt nicht mehr, was da mal österreichische Filme, deutsche Filme? Ausländische Filme? Also weiß ich, amerikanische oder sowas hat es ja nicht gegeben. Nicht? Das waren nur deutsche und österreichische Filme. Nicht? Also die andere Filme hat es ja nicht gegeben. Soll ich beim großen Boden sehen? Soll ich so einen Boden geben, den Wein? Das haben Sie die gerne im Hals. Danke. Was wollte ich noch sagen? Einmal ist ein Kino gekommen nach Jois. Und da haben sie gespielt, die Titanic haben sie damals schon gespielt. Und da sind wir ins Kino gegangen, da war ich 16, 17 Jahre alt. Und da war ein Gesell, mit dem habe ich geschlafen. Und da haben wir gegessen und dann haben wir ins Quartier gemessen. Nicht? Das waren die Eltern von dem. Und der ist noch gekommen, ich bin schon gegangen, dass ich mir ein bisschen waschen tue und anziehe. Und damals, das einzige Mal, was ich die 4 Jahre gelernt und noch nicht ganz 5 Jahre, bin ich fortgegangen und habe Karten gespielt. Mit anderen Lehrbuben. Und der Gesell hat gesagt, warte, morgen kriegst du das. Ja, wieso? Naja. Weil ich nicht gefragt habe, ob ich auf die Nacht fortgehen darf. Ja. Mit 16, 17 Jahren. Wenn du zum Fragen. Ja. Fortgehst du mit zum Fragen. Ja, da waren andere Zeiten wie jetzt, ne? Und vorher haben Sie geredet, wer auf die Bilder sind, oder? Können Sie mal erzählen? Können Sie ein Bild mal vielleicht zum Kamera drehen? Nimm solche, wo wir ein paar kennen. Da sind ja nicht, na da kennt man auch nicht. Den kenne ich auch nicht, der Wetterblick, was der ist. Den kenne ich auch nicht. Aber das ist der Kusma Hansl, das ist der Christ Franzl, der ist ja schon gestorben. Der Kusma Hansl ist schon gestorben. Der Meixner Kusl ist schon gestorben. Das ist der Novak, gell? Ja, das kennt der Novak sein. Sehen, ja. Aber der ist auch schon gestorben, gell? Ja, und Novak, ja, der Vater ist ja schon gestorben. Und dann die ist ja auch schon gestorben, die Schwester von dem Novak. Nicht, das war ja auch noch. Ich glaube, das ist die Bude da. Das ist gescheit, das ist die. Sagen Sie mal her, wo Sie darüber sprechen. Sagen Sie mal, ich nehme keine Ahnung. Siehst du das? Oder? Ja, wenn Sie das am besten halten, ist das so. Also. Und die Musik macht, schaut sehr romantisch aus dort. Ja, ja. Ja, das war irgendwie eine. In einem Wald oder wo das gewesen ist, gell? Ja, weil die Rallen sieht man ja so halb. Ja, das schaut aus, wie wenn es stecken geblieben wäre. Wir wären stecken geblieben? Ja. Absichtlich? Nein, unabsichtlich? Nein, das glaube ich nicht. Aber da waren ja so tiefe Furchen, nicht? Ja. Die Räder, nicht? Da war schon nein, schon das ist voll wie ein Wald. Aber wo hängt das Bild? Im Museum. Im Museum. Oder im Museum, ja. Im Museum, das ist die Bilder. Ja. Und das sind. Was sind da? Das sind auch schön, gell?
Ja, das sind schön drauf, das da kennt man drauf, alle. Ja, und ja. Lebt auch niemand mehr. Lebt auch niemand mehr. Die sind auch schon alle verstorben. Das ist die Lunzerbeutel, die Kettel, die ist schon gestorben, der Gustl ist schon gestorben und die Nitz ist gestorben. Ja. Und das, wenn ich mir nicht täusche, ist die Nitzjährige, gell? Ja, das kann sein. Weil mit den Dirtl, ja, das kann die Nitzjährige sein. Ja, das kann sein. Und können Sie etwas erzählen über. Da können Sie noch anschauen, was die für Raffen gehabt haben, die Traktor. Das war sicher ein Bulldog oder was, nicht? Ja, die haben einen Eisenraffen gehabt. Ja. Und wie kennen Sie einander? Hm? Sind Sie verheiratet? Wir sind verheiratet. Ja, schon lange. Wirklich? Ja, bereits 54 Jahre. Nein. 54? Ja. Und Urenkel, Enkel und Urenkel. Unglaublich, echt? Ja, und im Oktober kriegen wir das zweite Urenkel. Freuen wir sich schon drauf. Ja, das glaube ich. Ja. Geht's ja auch. Ja? Ja. Aber was ich meine... Was denn? Was denn? Wo haben Sie einander kennengelernt? Wie war das? Wir sind ja schon miteinander im Kindergarten. Im Kindergarten. Im Kindergarten? Genau, genau. Ja. Aber seit wann, ich meine, bewusst, wart ihr schon bewusst voneinander im Kindergarten? Nein. Ich bin ja dann auf Wien gekommen, bei uns war nachher keine Arbeitsmöglichkeit. Also wenig. Und dann bin ich auf Wien gekommen und nachher ist nachgekommen. Da sind wir schon miteinander gegangen. Naja, und nachher auf einmal haben wir sich halt eine Wohnung gekauft. Ja. Wo haben Sie sich das erste Mal geküsst? Wo war das? Bei Gucken und Zeben. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Das glaube ich auch nicht. Nein, ich weiß es nicht. Oder dürfen wir, ich meine, es wird nicht nein, das vom österreichischen Fernseher aus. Es wird auch andere gewesen sein, du geküsst hast. Also, wo war's? Sie na, wissen es noch. Sie sagt bei Google 7, ich weiß nicht, das war ein anderer. Wirklich? Nein, das war nicht ein anderer. Okay. Nein, wir sind schon. Sie liegt viel, sie liegt. Und sie besinnt mich viel Spaß. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ingredient für eine glückliche Hochzeit, oder? Oder eine Hochzeit für ein glückliches, wie sagt man das? Zusammensein? Ja, also ich finde das Spaß das haben. Ganz gut gegangen. Also zwei Mädel haben wir gehabt. Zwei Mädel, zwei Töchter. Heute haben wir schon zwei Schwiegersöhne. Und die haben vier jeder Enkel. Auch zwei Kinder, die Töchter und ein Urenkel haben wir. Ich habe eine letzte Frage. Meine letzte Frage ist, was hat es früher hier im Deutsch-Jahndorf gegeben, was es heute nicht mehr gibt und was Sie vermissen? Was vermisst man? Vermissen weiß ich nicht, was man kennt. Ich weiß nicht, ich glaube, was es nicht mehr gibt, ja sind die Gansl und ja, und ja. Die. Früher waren halt die Gänse im Dorf und da haben wir Ganselhirten müssen, weil da waren die Jungen dann. Da haben wir müssen Ganselhirten, da sind wir auch schon beieinander gewesen, weil da haben wir müssen auf die Gansel aufpassen. Das war auch recht lustig und so, gell? Ja, lustig, ja. Das war lustig. Da haben wir auch allerhand halt erlebt. Das war halt einmal. Aber es war schön. Und mit den Kühen haben wir müssen gehen? Da draußen noch ein Kanal, das gehört an so ein Hof. Und der hat um 2 Kilo Schmalz, damals ist ja mit Schmalz gehandelt worden, das war ja besser in Schuss wie das Gold. Um 2 Kilo Schmalz hast du mit einer Kuh Hirten gehen dürfen, nicht? Weißt du, was Hirten ist? Mit der Kuh auf also, die Weiden gehen. Aha. Ja. Hast du das fressen lassen dürfen? Dort, ja. Ne? Wirklich? Ja, das war früher so. Und da sind wir auch gegangen. Und dann bin ich noch, da war bei uns ist ja heute noch keine Hauptschule. Und in Zuhrendorf war es aber schon, nicht? Also, und meine Eltern haben ein bisschen Angst gehabt, nach Zuhrendorf zu fahren.
weil die sind Mineral gefahren und da waren ja noch die Russen da. Nicht? Und jetzt haben sie Angst gehabt, jetzt bin ich schon nach Wien gekommen und bin 2 Jahre in Wien in die Schule gegangen, haben sie mich heimgegeben. Und von dort, von dem Heim, sind wir nachher, das braucht es nicht alles da rein. das ist interessant. Von Ospernhof sind wir mal runtergefahren, das war zu Weihnachten. Daneben noch ein Bauer gleich. Wo ist das Ospernhof? Ospernhof in Wien. Ja. In Wien, ein Bahnhof. In Wien, ein Bahnhof. Gibt es nicht mehr, oder? Nein, jetzt heißt das Südbahn. Jetzt ist Südbahn und Ostbahn zusammengelegt worden. Und von dort sind wir weggefahren. Jeder einen Koffer. Das war ein anderes Mal. Nein, auf jeden Fall sind wir, da ist kein Zug noch auf Zuhndorf gegangen. Auf Jandorf ist er ja nie gegangen. Da hat man keine Gleis gelegt haben. Ja, dann geht's nicht. Ja. Und da hat man bis Wolfstal fahren können. Aha. Und die sind von da weg, 15, Berg, 25 Kilometer sicher von da. Und da sind wir mit der Bahn, mehr ist nicht gegangen, nicht bis dort hin nur. Und wir zwei sind gegangen, jeder mit so einem Weg. Mit so einem Koffer da. Nicht? Und waren da, damals da 12 Jahre, 13, 14 vielleicht. Nicht? Ja, ja. Und von dort holen uns die Eltern mit den Ros, mit den Pferden. Pferden und aha, mit dem Wagen. Aha. Mit den Pferden. Wir sind aber schon mit dem ersten Zug runtergefahren und die waren noch nicht da. Nein, und Mobil hat es nicht gegeben. Nein, sowas hat es nicht. Wir warten alle Stunde, dass ein Zug kommt. Ja, und im zweiten Zug kommt von mir eine Cousine mit ihrem Mann und ein Cousin. Also, und die waren schon öder, nicht? Und stärker, haben sie gesagt, naja, bleibt uns nichts über, wir müssen zu Fuß gehen, nicht? Das sind 30 Kilometer, ist ja nicht weit. Aber in der Nacht gehen? Nein, das war nicht in der Nacht, weil in der Früh sind wir weggefahren von Wien. Aha. Mhm. Und nachher ist uns ein Roswagen nachgekommen, in Wolfstal, wie wir rausgegangen sind. Wisst ihr, was ein Ros sind, nicht? Pferde. Mhm, nicht? Und mit denen haben wir mitfahren können bis Kitzsee. Okay. Und in Kitzsee geregnet und geschnieben hat es so. Wirklich? Ja, sind wir gegangen. Und dort, wie wir angestiegen sind, sind wir reingegangen zu einem Wirt um einen Tee. Und da, weil wir drin waren um einen Tee, sind die auf Wolfstal gefahren mit den Rosen. Die Rosen mit dem Roswagen. Wir gingen nachher raus und gingen weiter. Wir haben von Kitzsee rausgegangen, das weiß ich wie heute noch, ist dort noch so ein Priegel, also ein Ast gelegen. Mhm. Und den haben sie durch die Koffern dann durch, die zwei, der Cousin und der. Und haben sie so getragen. Und wir gingen, wo heute die Autobahn drüber geht, reißt der Henkel auf den Koffer. Oh oh. Naja, das war so ein Poppendeckel-Koffer, der war aufgewagt und ist aufgewagt. Oh, das war ja kein Lederkoffer. Jetzt können wir nicht weitergehen. Und dort war ein Weingarten und dort war, überall in den Weingärten waren so Hütten, nicht, wo sie ein Werkzeug rein haben oder so. Und dann sind wir dort reingegangen, der Cousin, der, mein Freund daneben, und die Cousine. Und er ist heimgegangen um die Ros, für Kitzsee, um Pferd heimgegangen, dass sie uns holen können. Da weil wir in der Hütte stehen, fahren die wieder vorbei. Nein, ja. Und es ist schon dunkel geworden, nicht? Ja, Tatsache, ich schwöre. Da geh mag's kürzer. Naja, ich glaube, so schnell fällt mir das ein alles. Und die haben wir wollen nicht aufhalten und die Cousine hat gesagt, nein, vielleicht sind sie Russen, nicht? Mhm. Also haben wir es nicht gesehen, weil das war so weit weg wie von da bis um mit zur Straße, nicht ungefähr. Und jetzt sind die vorbeigefahren. In Parma sind die zwei zusammengekommen.
Dort haben sie sich umgedreht, und weil der hat zwei Russen gehabt und haben uns geholt. Sind wir heimgekommen, nachher war in der Lavur die Füße, ne? Das ist eh kalt, oh, kalt, was ja. Gab's. Oh. Ja, aber ja. Ich finde es lustig, dass sie diese Geschichte noch ganz erinnern können, ganz bis im Detail, aber nicht erinnern können, wenn sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Ja, aber. Was hat sie jetzt gesagt? Aber sie war neugierig. Ich bin aus Holland, sie verstehen mich nicht so gut, oder? Ich habe gesagt, dass ich es lustig finde, dass sie diese Geschichte so super ganz im Detail erzählen können. Das, aber die Geschichte, von wann sie sich zum ersten Mal geküsst haben, nur dem das Ort, dass sie das nicht mehr wissen. Das war ja vorher, da war ich ja noch gescheiter. Aber vielleicht ist es schön, wenn sie gut zuerst sagen, wer sie sind. Wie ich heiße? Mhm. Lunzer Gisella. Mhm. Und wo sind Sie geboren? Am 25.04.24. Und welches Bild würden Sie uns am liebsten zeigen? Ja, das ist das für die Schwiegereltern das Hochzeitsbild. Mhm. Der war Wagnermeister. Mhm. Das ist die Schwiegermutter und der Schwiegervater. Voll schön. Mhm. Schön. Das Kleid war lila. Lila? Ja. Damals, ein lilas Kleid. Ja. Wieso? Und mit solchen Borden unten im Saum war drin. Ich habe es nämlich von der Schuldirektorin Hallas, was da war, die war damals auf der Hochzeit und dann hat sie mir erzählt, wie das Kleid ausgeschaut hat. Voll schön. Ja. Voll schön. Ja, und das ist eine Schwester von ihr, von der Schwiegermutter. Und das ist in einem Fotostudio gemacht worden? Ja, ja, in Budapest. In Budapest? Ja. Also, da ist der Fotograf gekommen von Budapest und die sind von Gemeinde zu Gemeinde gefahren, ne? Mhm. Und hat die Bilder dann gemacht. Immer. Ja. Oder sind sie früher auch nach Pressburg gefahren, um fotografiert zu werden. Ja. Und warum Budapest? Na, wahrscheinlich ist der mehr rüber da gekommen, dass er irgendwie hat mehr Geschäfte gemacht. Okay, ja, ich verstehe. Fotograf. Ja. So schön. Oh. Das ist nämlich auch eine Schwester. Ah. Von der Schwiegermutter. Und wie hat die geheißen? Elisabeth. Elisabeth? Ja. Und schön. Die Schwiegermutter hat Maria. Maria geheißen. Mhm. Und das waren ihre Eltern. Von der Schwiegermutter. Und was für Uniform hat er an? Hier? Das kann ich nicht sagen. Das dürfte irgendwie wahrscheinlich vom Ersten Weltkrieg eine Uniform gewesen sein. Mhm. Dort. Und können Sie mir sagen, wo das Bild genommen ist? Welches Haus war das? Wissen Sie das vielleicht? Ja, wo ich jetzt drinnen bin. Das ist wo das Sie jetzt wohnen? Ja. Ja. Die hat Unger geheißen als Erlediger. Unger. Mhm. Und dann hat sie einen Lunzer aus Halbturm, war der Schwiegervater. Und diese ganze Familie hat in einem Haus gewohnt? Ja, ja. Genau in dem gleichen Haus, wo Sie jetzt allein wohnen? Ja. Haben Sie viel Platz gehabt? Naja, nein. Früher war es sehr, sehr, in 1842 ist das Haus gebaut worden, damals. Und jetzt in... Dann haben wir 1973 neu gebaut, haben wir das alte alles weg. Alles ist, das ist jetzt weg? Ist alles weg. Mhm. Und da war ein Fußboden drinnen, der ist in weißen Sand, war der eingelegt, der Fußboden. Wirklich? Ja. Was schön. Ist ja noch nicht kaputt gewesen. Jetzt nur bei der Mauer rundherum war es halt schon kaputt. Mhm. Aber ansonsten war er mitten nach da los. Und die Fenster genauso. Das Fensterbrett und die Umrandung, da ist kein Wurm, nichts drinnen gewesen, so weit. Echt? Gute Qualität. Was? Ja, früher. Kannst du kurz mal in die Kamera zeigen? Die Dame. Können Sie das kurz zeigen? Warte, vielleicht. Ich nehme das. Das ist eigentlich eh das so, wie aber ein bisschen anders. Das sieht man da besser. Hm? So geht das so.
Wer ist denn da drauf? Die Schwiegereltern. Könnten Sie kurz hinsagen, wer ist? Weil ich sehe zwei erwachsene Männer, drei sehe ich. Ja, das sind die Brüder von der Schwiegermutter. Mhm. Und die Eltern. Ja. Und das Baby sind Sie? Nein, nein, das ist von der anderen Schwester. Und was steht da an der Seite? Ja? Ja. Das weiß ich selber gar nicht. Ah, da steht, das ist der Fotograf gewesen, ja, schätze ich. Genau. Früher hat man das draufgeschrieben. Ne? Und Wahnsinn, ich habe eine Frage. Kann man von dieses Bild ablesen, was für Beruf die Menschen auf dem Bild ausgeübt haben? Das kann ich leider nicht sagen. Nein? Nein. Aber es ist schon so, dass wenn ein Mann eine Uniform angehabt hat, so wie bei dieser. Das ist im Weltkrieg eingerückt gewesen. Nicht? Ja. Da haben wir müssen alle einrücken, nicht? Mhm. Damals im Ersten Weltkrieg. Ja. Und wie das alles war, das kann ich nicht sagen. Ich kann ja ein bisschen, was mir der Vater erzählt hat, mein Vater halt zumindest. Nicht? Weil der war in russischer Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und der war dabei, wo sie den Zar erschossen haben. Mhm. Und das hat er erzählt? Ja. Er war ganz offen darüber eigentlich. Ja, ja. Aber sie haben müssen weg, weil sonst hätten sie auch sie erschossen, die Gefangenen. Mhm. Die haben nämlich zugeschaut. Vorher waren sie in einem Hof, haben spazieren gehen können, die Zar-Kinder. Mhm. Und dann haben sie eine Einfassung gemacht und dann haben sie es in den Keller. In den Keller haben sie es erschossen. Das ist heftig. Und weiter in Jekaterinenburg hat das geheißen. Petersburg. Mhm. Krass. Ja. Und ich habe eine Frage, wie hat es früher hier in Deutsch-Jandorf ausgeschaut? Was ist anders als jetzt? Ich bin in 55er Jahren hergekommen. Mhm. Ne? Und da war schon ziemlich, also schön auch nicht, aber zumindest haben sie ziemlich viel schon hergekriegt. Okay. Ja. Also mitten war halt immer der Kram, was man sagt. Ne? Und da ist halt das Wasser auch drin gewesen und kein Floß oder irgendwas war ja nichts. Da war nichts. Das ist früher so, überall. Alles krass. Dann bist du in den Gatsch gegangen. Hat man gute Schuhe haben müssen. Das auf jeden Fall. Ja. Sonst war es nicht gegangen. Und was hat es damals, wann Sie hergekommen sind, was die Erinnerung ist in Deutsch-Jandorf gegeben, was es jetzt nicht mehr gibt und was Sie vermissen? Na, ich vermissen tue ich eigentlich überhaupt nichts, weil wir haben ein altes Haus gehabt, wie ich es gesagt habe. Ne? Und mit denen waren wir zufrieden, bis wir es jetzt bauen haben können. Mhm. Ne? Und dass es eine gemischte Gemeinde gibt, ne, wollen wir eigentlich mit allen vertrauen. Mhm. Und nicht, nichts, keine Probleme kommt. Ne? Ja. Und vielleicht eine komische Frage. Riecht es noch immer hier in Deutsch-Jandorf so wie früher? Oder hat es früher ganz anders gerochen? Na sicher. Weil da jedes Haus hat da Kühe gehabt, Pferde und Geflügel von den Gänse, Hühner, Anden, was er gegeben hat. Das war alles in jedem Haus. Da war überall gleich der Geruch. Nicht so wie heute. Vermissen Sie diesen Geruch? Na, eigentlich schon. Ich vermisse, also wir haben jetzt sehr viele Viecher gehabt eigentlich und habe sie alle betreut gut, ne? Weil das ist das Wichtigste, weil wenn man schon solche Viecher hat, dann muss man auch wenigstens schauen drauf. Ne? Also Hungerleiden hat es nicht gegeben. Und haben Sie dann auch persönlich, ich weiß nicht, ob man sagt, eine Beziehung, aber haben Sie... Na sicher, das hat mir schon leid dann, wie wir alle weggegeben haben. Ja? Also, wenn sie jeden Tag haben sie können in der Früh schon in den Stall gehen, dann haben sie halt müssen die Viecher betreuen und in der Nacht auch aufstehen. Haben die auch Namen gehabt? Ja, haben wir gehabt. Welches Tier steht ihnen noch am meisten bei? Was genau? Also für die Buben war der Hansl und Fritz immer, das war das Gleiche, die Pferde halt. Ne? Und die Kühe da irgendwie, also Rosa und dann Liesl, solche Namen haben wir halt gehabt.
Voll schön. Total schön. Ich finde, Sie haben das wunderbar gemacht. Na, wirklich, hoffentlich. Vielen, vielen Dank. Sicher. Vielen, vielen Dank. Danke vielmals. Bitte. Siehst du es jetzt? So, bitte, den Namen her. Fanzler Matthias. Wie haben Sie früher zu Ihnen gesagt? Yes? Der Matti. Der Matti? Ungarisch ist das. Wie sagt man das? Matti. Aha. M-O-T-J-I. Super. Matti. Hier ist nie gesagt. Hier haben Sie nie. Kennen Sie das? Im Salzburger Land sagt man hier ist zu dem Matti. Hier ist. Oh, ist der. Matthias kann mir jetzt auch. Das ist Spitznamen. Sieben Achterlei sagen. Ja, 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 das ist schöner. Ja, aber nur die, da in der Gegend, wir haben ja bis zum 21. Jahr zu Ungarn gehört, ne? Und Sie sind geboren? 6.8.21. Also, sind Sie Ungar oder sind Sie? Nein, ich bin in Ungarn geboren am August und im September sind die Österreicher einmarschiert, ja. Das ist krass. Ich weiß das nicht mehr, wenn ich das erzählt haben muss. Was haben Sie uns mitgebracht? Ich habe da gar nichts mitgebracht. Die, was Neugierig sind. Ja. Die Bilder sind von meiner Cousine, das haben sie eh schon angeschaut. Ne? Ich würde gerne was über, das, über den Brief wissen. Weil sie haben mir das hinten vorher durchgelesen und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich lese, was sie da in der Hand haben. Der Brief, da war von der meiner Cousine, ihrer Mutter, der Bruder. Der von, ist von der Cousine, Mutter, von Bruder. Das der, ist praktisch der. Von der Liesel, der Großvater. Ah ja. Ja. Ja, und der ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Ersten Weltkrieg in Russland. Und der hat einen guten Bekannten gehabt. Und der hat nachher wieder in der Gefangenschaft hat er den Eltern von den Hautzinger das geschrieben. Mhm. Nicht, dass er die Interesse da und um den ganzen Umschwung in Russland mit Kommunismus, nicht? Dass er die Leute unzufrieden waren und wie der Kommunismus gekommen ist, das haben sie da drinnen in dem Brief geschrieben. Können Sie uns einen Teil davon vorlesen? Ich habe eine Frage. Der Dzsandorf liegt natürlich ganz nah zu Ungarn und der Slowakei. Wie war das Kontakt damals mit anderen Ländern? Also zu meiner Jugendzeit. Mhm. Waren ja das deutsche Ortschaften da drunten, das Reuker, Rangdorf, Karlburg, Strassumbrei, Herdeschall, nicht? Die ganzen Ortschaften da, bis Dörr fast runter, waren deutsche Ortschaften. Das ist erst, da die Ungarn sind hereingekommen durch die Eisenbahner oder durch den Zoll, nicht? Mhm. Und das waren rein deutsche Ortschaften, so wie hier auch, nicht? Und die Verbindungen waren sehr gut. Wir sind als junge Leute überhaupt immer runtergefahren, weil da unten alles billig war. Hm. Mehr um die Hälfte billiger. Es war so, dass da unten waren, im Nachbarort war am Sonntagmorgens am Markt. Da hat man alles gekriegt. Da sind Fleisch und Hühner und alles. Aber da gibt. Und da sind wir von der Burschenschaft, einer der zwei am Sonntag morgens runtergefahren, haben wir dort 4-5 Händel gekauft und das haben wir zum Wirt hin. Und nochmal da ist das Gros nachgekommen. Und um 80 Groschen und um einen Schilling haben wir da gefeiert. Ein Bigovier, das ist ein ungarischer Rotweiner, super. Oder der Tokaja. Das haben sich die Ungarn gar nicht leisten können. Das haben sie mir geleistet. Und dann haben wir die Hühner entweder gebraten oder ein paar Hühner gegessen. Und dann sind wir eben bis am Abend haben wir gefeiert. Und da war es ja oft so, das war die Vorkriegszeit, nicht? Da haben wir damals schon deutschen Ortschaften. Wir haben da deutsche Lieder gesungen und so den Ungarn nicht gepasst. Und die Polizei, die ungarische, die waren ja eigentlich so eine richtige Petscher, haben wir gesagt, die haben so einen Federbusch gehabt. Da haben wir müssen ausreißen oft. Ne? Da haben wir ein bisschen, sind wir mit Rädern sind wir hier runtergefahren. Mit Rädern? Und ein Auto hat ja keiner gehabt. Ich finde es super mit Rädern. Ne? Was für Rad haben Sie gehabt? Ein BHW, das war ein deutsches Rad. Das ist der Vorgänger vom BMW. So was Ähnliches. BHW, ja, passt schon. Und aber zum Großteil waren damals die Steirer Waffenräder schon. Aber die waren sehr teuer, das konnte sich nicht jeder leisten. Mhm. Aha,
Steirer Waffenrad. Steirer Waffenrad war damals der Mercedes unter den Vorrädern. Ja. Ja, und dann haben wir müssen ausreißen. Dann ist es oft so gewesen, dass wir auf der Straße gar nicht herauf können haben, weil da haben sie uns ja angepasst. Haben wir die Räder in am Band am liegen lassen, dann sind wir zu Fuß mit den Vätern nach Hause. Am nächsten Tag haben wir die Räder geholt. Also war anders wie heute. Das kann man sie sich gar nicht. Sie sagen, sie waren kein Wiederhund. Bitte? Und Sie sagen, Sie waren kein Wiederhund. Nein, war ich nicht. Aber Sie müssen sich vorstellen, die Burschenschaften waren damals schon stark. Also wir waren 25, 30 immer. Ne? Aber hat immer so ein politisch rechter Einschlag gehabt, oder? Na, politisch war eigentlich wenig. Also, es hat dann schon angefangen mit Nationalen, nicht? Das war dann schon 34, 38, da war schon ein bisschen. Aber die Burschenschaft hat sich eigentlich nicht so politisch engagiert, so extrem. Ja, und wie gesagt, wir haben den Gesangsverein gehabt, das war ein gemischter Chor. Wir sind überall hingefahren, singen nach Pressburg, nach Dörr. Und wir haben die deutschen Volkslieder gesungen, nicht? Vierstimmig. Wenn wir da aufgetreten sind, das war ja da unten überhaupt nicht. Drei, viermal wiederholen müssen, wir sind ein guter Chor gewesen. Ja. Und der Chor hat auch Theater gespielt und hat alles gemacht. Auch, ne? Naja. Sehr kritisch. Sollen wir noch wissen, noch eine anschauen? Ja, vielleicht haben sie nur. Darf ich noch mal schauen? Ja, bitte. Ja, die haben wir jetzt gehabt. Die auch. Die auch. Theater. Hier, Fasching. Wenn wir das vielleicht noch ein bisschen in die Kamera zeigen können. Ja, könnte ich auch was dazu sagen, ja. Das war der Fasching-Dienstag. Fasching war nicht in jeder Gemeinde, aber bei uns ist der ganz groß gefeiert worden. Da sind am Fasching-Dienstag, war ja Arbeitstag, ne? Da sind die Knechten, waren ja in jedem Haus, waren damals Knechten und Dienstmädchen. Das war wurscht, ob das Bauernburschen waren oder Knechten. Um 10 Uhr war alles im Gasthaus. Das ist dann schon losgegangen. Und dann haben wir sie maskiert. Dann haben wir den Faschingsumzug gemacht und uns Ort. Natürlich ist der am Abend geendet. Nüchtern war fast keiner mehr. Aber es war schön. Naja. Super. Hey, und ich habe noch zwei Fragen. Wenn man das ist so viel 15 Jahre gemacht worden? Oder ist nicht ganz neu, oder? Diese Karte? Oh, die ist schon neuwertiger. Wirklich? Die Karte muss sein, ist da steht da nichts drauf? Nein, es ist nichts drauf. Ich habe es gerade angeschaut. Weil meine Frage ist nämlich vom Ausschauen her. Früher hat es natürlich anders ausgeschaut. Ja, freilich. Ist da etwas, was Sie erinnern vom früher, was Sie ganz schön gefunden haben oder interessant, was es heute nicht mehr gibt? Gibt es nicht mehr. Und zwar waren in der Ortschaft. Da waren, wir haben gesagt, die Locken, da waren im Ort hunderte Gänse. Gänse? Jedes Haus hat Gänse gehabt, ja. Und da ist immer das Wasser gestanden da draußen. Nicht? Und und dann waren auch was, da ist der Kuhhalter noch gegangen. Da sind einmal die Kühe, die Pferde zusammen auf die Weide raus. Sind jeden Tag morgens zum Gott gezogen. Da sind die Viecher von den Häusern rausgelassen worden. Draußen auf der Weide geweidet worden. Am Abend sind sie wieder nach Hause gekommen. Ja. Und die Schweine auch, die sind extra. Die sind auch rausgegangen. Sind auch rausgegangen. Und das Schöne war, am Frühjahr, wenn das angefangen hat, da waren ja die Viecher das nicht gewohnt. Da war ja ein Murz durcheinander. Nicht? Die sind raus und haben sie nicht. Beim Austreiben war es ja noch gut. Die sind auf die Straße getrieben worden, aber nach Hause. Wollt sie nicht. Dass die nach Hause gefunden haben. Das hat 18 Tage gedauert. Dann sind die ganz alleine wieder nach Hause gekommen. Echt? Die haben das gewusst, ja, ja. Und dann hat sich das geändert. Das haben wir da in die 60er Jahre die Grünanlage gemacht dann. Da ist
die Grünanlage, das habe ich noch gesehen mit einer alten Sämaschine, mit dem kleinen Traktor, das ist den Rasen, der da draußen ist. Und da ist durch den ganzen Ort haben wir die Wasserleitung verlegt zum Berieseln. Das ist alles händisch gemacht worden. Jedes Haus hat da ein, zwei Männer geschickt und die Frauen haben auch mitgearbeitet. Da haben wir das alles fixiert. Heute können wir aufdrehen und das Ganze wird berieselt. Jetzt habe ich noch eine Frage, jetzt haben Sie, da haben Sie von den Lacken erzählt und von den Gänse. Ja. Jetzt haben Sie ein Bild im Kopf gehabt. Bitte? Ich muss jetzt vorkommen, Sie haben so ein Bild im Kopf gehabt. Was war mit den Lacken und mit den Gänse? Naja. Na, da gibt es Bilder davon im Dorf. Ja, mir ist jetzt vorgekommen, Sie haben irgendwie so ein Bild wahrscheinlich im Kopf gehabt mit den Lacken und die Gänse oder die Gänse. Sie haben geredet und uns in Wörtern erzählt, wie es war, und dann haben Sie kurz nachgedacht. Ja. Und das war die Information, die wir eigentlich gerne hätten, weil Sie haben darüber nachgedacht und Sie haben es gesehen im Kopf, oder? Ja, ja, ja. Wie hat es ausgeschaut? Wir haben keine Ahnung. Ja, na, wie das ausgeschaut hat. Mhm. Ja, das war so richtig urwüchsig, das Ganze. Ne? Was soll ich dazu sagen? Was wollen Sie? Wir müssen es wenigstens, aber es war nur so ein schöner Moment, weil man sich vorstellen kann, wenn ich vielleicht pro Jahr so nachdenke, wie es früher war, bei mir früher, dann hat man wahrscheinlich auch so Momente, wo man so nachdenkt und dann erinnert man sich genau an das. Und dann hat man wahrscheinlich auch so ein Gefühl, oder? Ja, naja, gut, das könnte ich auch was dazu sagen, fast schon. Die Locken nicht bei dem Pfanzlerkauf, was meine Cousine ist da drunten. Ne? Ja. Da sind ja von Ungarn. Diese, oder? Das ist das Kaufhaus? Oder ist das ja, Bahnhaus? Ja, das ist das Kaufhaus. Zankrusa. Ja? Da sind doch im Tag drei, viermal die Hamsterer, haben wir gesagt. Das ist die Schwarze, wie die Grenze sind. Ne? Die haben, der Zucker war ja unten sehr teuer. Feuersteine und das Zeug haben die runtergenommen. Und von unten haben sie Weizen, Mehl und so Zeug heraufgetragen. Und jeder hat dann so seine 35, 40 Kilogramm auf der Achsel gehabt und ist marschiert mit dem Zeug. Und die sind, wie gesagt, in der Früh haben die angefangen, waren sie da, Mittag sind sie schon das zweite Mal da gewesen und am Abend das dritte Mal. Und da traut sich keine Frau mehr ins Geschäft. Weil da ist dann die Burschen auch hinuntergekommen, da ist gestampelt worden nebenbei, ja, ein bisschen blau ist gewesen. Und diese Kaufleute haben da sehr gut verdient dabei. Aber das waren so richtige Trupps, die haben das Ganze, die haben von dem gelebt. Ne? Schmuggler, ja. Und um diese Zeit war es ja ganz leicht, nicht? Da sind die Meiersfelder gewesen, da ist gute Deckung. Aber sie haben so, da ist ja groß geschmuggelt auch geworden. Da haben sie ja mit Autos das Vieh raufgefahren, ne? Kühe und so Zeug. Ne? Abgefangen war Schießerei, da war allerhand los zu der Zeit. Ne? Ich habe noch eine Frage. Wie ist das heutzutage? Weil wir haben gerade geredet über, wie das früher war, auf einem Dreiländereck zu wohnen. Oder früher war das dann nicht vom Anfang an so. Wie ist das heutzutage, wenn man auf einem Dreiländereck wohnt und so nah wohnt zu zwei anderen Ländern? Bemerken Sie etwas davon? Es ist heute ja keine richtige Bindung mehr da, weil die ganzen Deutschen ja rausgeschmissen worden sind. Ne? Die Deutschen sind ja zu 99% rausgeschmissen. Höchstens ein Deutscher hat eine Ungarin geheiratet und die Kinder waren, sind ungarisch erzogen worden. Und darum ist fast niemand mehr drunten, mit dem man richtig reden kann. Ne? Mhm. Ist ja ungut. Wir sollten ja eigentlich die ungarische Sprache beherrscht haben. Ne? Meine Eltern sind zwar in eine ungarische Schule gegangen, deutsche Schule, aber haben Ungarisch gelernt. Echt? Und wenn die sind 12 Jahre in die Schule gegangen, ja. Wenn die nach 12 Jahren ausgeblieben sind aus der Schule, sind sie ein Jahr nach Ungarn runter. Zu den Ur-Ungarn. Die haben dort Ungarisch dann fixiert, das Ganze. Ja. So wie man heute unsere Leute, die nach England fahren und das da praktizieren. Ne? War auch so. Und wie es seit und dann bin ich eigentlich bei der Zukunft. Und das fehlt heute, dass man mit den Leuten reden kann. Ne? Ja. Wir haben ja hier, das werden Sie schon gehört haben, da sind ja, wir haben eine Ungarin, die kommt jede Woche im Haus zusammenräumen. Ja, ja, ja.
die war letztes Mal da. Die kann. Dort die Frauen haben ja auch so die. Ja, man kann mit ihnen sprechen, aber nur das Nötigste. Meistens die Zeichensprache. Ne? Ja. Und früher war das anders, war ja alles Deutsch. Und da unten waren wir ja zu Hause. Ne? Ja. Das ist schon ein Unterschied, ein großer. Mein Name? Rosenberg Elisabeth. Deutschlandorf, Söldnergasse 11. Und wann sind Sie geboren? Darf ich das wissen? Im 1922. Und Sie haben ein Bild mitgenommen auch? Bitte? Das Bild, diese Foto. Können Sie, vielleicht können Sie es umdrehen Richtung Kamera. Das? Bild? Ja. Und dann können Sie erzählen, was sich da schildert. Na ja, da haben Sie. Da hat seine Mutter, das ist seine Mutter da. Mhm. Und die hat da den Rauch gewaschen und im Kessel ist die Wäsche ausgekocht worden. Aha. Das weiß ich so. Sag mal schon. So vor die Kamera, dass die das sieht. Und hast du es? Und ich habe vorher von jemandem diese Blöcke bekommen. Was ist das genau? Das ist eine Seife. Das ist eine Seife? Na, die haben wir gekocht, die Seife. Okay. Da haben wir einen Laugstag gehabt und weiß ich, wo es da alles reingekommen ist. Und die haben wir gekocht. Mhm. Und dann haben wir es, wenn es trocken ist gewesen, haben wir es auf den Boden auf und da haben wir ganz schön die Seife gehabt zum Waschen. Und ist es ganz sauber geworden mit dieser Seife? Sicher. Und aus was ist die Seife hergestellt worden? Ja, die Seife, jetzt wird es so sagen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, haben sie wieder hergestellt. Das ist nicht so wichtig. Schätze mal kurz aus und ein, ich weiß gar nicht, wie das Beispiel aus ist, aber jetzt müsste das Signal einfach drauf sein. Das Signal habe ich gesehen, auf 90. Das kommt extrem früh. Licht rein. So. Elisabeth Dingelmeier. Geboren in Zurndorf. Und wie alt bin ich? Wann sind Sie geboren? 1927. Das war's, wenn ich mir das ausrechnen. Jetzt haben wir, ich schätze, Sie sind jetzt 27, sind Sie jetzt genau 85 Jahre alt. Ja. Im 86. Lebensjahr, sagt meine Oma immer. Mhm. Weil man rechnet immer ein Jahr dazu, sagt meine Oma. Mhm. Diese 22er Jahre, 21er. Mhm. Und Sie haben ganz schöne Bilder. Ja. Können Sie, warte, ich kann diese halten, passt schon. Können Sie die kurz nehmen? Und ich finde es ganz schön, dass die Bilder alle ganz verschiedene, schöne Farben haben. Können Sie vielleicht ein Bild nach dem anderen kurz etwas darüber erzählen? Das muss nicht lang sein. Das ist bei der Weinlese. Können Sie das so zum Kamera zeigen? Können Sie das so halten? Können Sie das so halten? Super. Und wo ist das? In Jandorf. In Jandorf? Ja. Und es ist beim, was haben Sie gerade gesagt, beim Wein? Weinlesen. Weinlese. Was ist Weinlesen? Ich weiß es nicht. Die Dame kommt aus den Niederlanden, aus Holland, die kennt sowas nicht. Ach so. Können Sie mir das erklären? Na, Weinlese, da werden die Trauben abgeschnitten. Aha, okay. Und haben Sie da auch mitgearbeitet? Ja. Sind Sie auf dem Foto drauf? Ich bin auch drauf, glaube ich. Sag's mir. Wo sind Sie? Ja, da oben sitze ich am Wagen, am Ende. Da links, ja. Da sind Sie? Ja. Und haben Sie noch lebende andere noch? Haben Sie noch Kontakt mit den Leuten, die draufstehen? Sehen Sie die noch? Ja, mein Schwiegervater ist schon gestorben. Die anderen kenne ich da auch nicht, die Frauen. Die sind auch schon gestorben. Schwierig. Eigentlich kein Kontakt mehr. Mhm. Und weil Sie sagen, ein Schwiegervater ist auch drauf? Ja, der ist schon gestorben auch. Und er hat, die haben alle die gleiche Arbeit gemacht? Ja. Okay. Und ein anderes Bild? Da waren wir schon beim Frühstücken. Beim Frühstück? Mhm. Wie sieht man das? Na ja, ich weiß nicht, aber da haben wir nicht gearbeitet. Nicht gearbeitet? Ja. Und war es harte Arbeit? Was schwierig? Der Traum abschneiden. Ja?
Ja. Dann immer ganz blaue Nägel bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Haben Sie noch immer blaue Nägel? Jetzt? Ja, jetzt sind sie schon weiß. Jetzt sind sie wieder weiß. Wie lange haben Sie dort gearbeitet? Na ja, in 2 Tage. 2 Tage nur? Aber insgesamt? Wie viele Jahren? Na ja. Das war nur vor 2 Tagen, haben Sie dort mitgeholfen? Ja. Ah, ich habe gedacht, Sie haben da länger gearbeitet. Na. Und was haben Sie früher gemacht? Haben Sie Arbeit gehabt? Wir haben selbst auch einen Weingarten gehabt. Selbst auch einen Weingarten gehabt? Und auch Wein gemacht? Ja. Was für Wein? Na ja. Ich kenne nämlich überhaupt nicht aus. Gemischter Wein. Gemischter Wein? Mhm. Mhm. Was haben Sie noch für Fotos mitgebracht? Ja, das sind meine Schwiegereltern. Ein Familienbild von früher. Mhm. Mit ihren Kindern. Also die umdrehen. 2 Töchter und 2 Söhne. So. Und sind Sie da auch drauf? Ich bin nicht drauf, ich war da noch nicht im Haus. Okay. Wie war das Verhältnis zu den Schwiegereltern? Bitte? Wie war das Verhältnis zu den Schwiegereltern? Ja, eh gut. War gut? Ja. Schön. Und Sie haben dann einen von diesen Burschen geheiratet, oder verstehe ich das dann falsch? Ja. Weil das ist normale Idee mit dem Schwiegereltern, oder? Und wer war das? Der Georg Dingelmeier. Und wer ist Georg? Können Sie es mir sagen? Das ist der Georg Dingelmeier. Das ist der Georg? Ja, der Schwiegervater hat auch Georg geheißen. Ich finde, dass er ziemlich sympathisch ausschaut. Ja. Hübscher Mann. Ja. Hübscher als ihm. Sehr schön. Und Sie haben noch mehr Bilder, oder? Ja, das war. Das war auf der unteren Hauptstraße. In Deutschlandorf? Ja. Und wer sind das allen? Das bleibt nicht uns. Ne, und da war bei der Frau auf der Gasse und das ist ihr Bruder. Mhm. Das ist mein Mann. Mhm. Der war einmal Bürgermeister. Der ist zufällig vorbeigekommen und die 2 kenne ich nicht. Das ist der Bürgermeister? War einmal Bürgermeister. Okay. Das ist die Frau Stelzer. Und die anderen 2 kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer das sind. Aber Sie sind nicht drauf? Ich bin nicht drauf. Oder haben Sie das Bild gemacht? Nein. Zeigen Sie es mir auch? Bitte? Zeigen Sie es mir auch? Ja. Epa. Mal, dass die Kamera rein. Und der Mann mit dem Hut war mal Bürgermeister? Ja, nein, das war der Bruder von der Frau neben. Er dann war mal Bürgermeister? Er war einmal. War einmal. Das ist mein Bruder und meine Schwägerin. Das ist unser Hansl. Und das sind die 3 Kinder von der Familie, die auf Besuch gekommen ist. Mhm. Und ein ganz schönes Auto. Der Mann hat fotografiert, das waren Deutsche. Mhm. Kannst du mal zeigen? Das alte Tor jetzt im Museum. Ah. Ja. Ah, das ist dort. Ja. Hast du es? Oh. Und dann haben Sie noch ein ganz kleines Bild. Ja, da ist ein Hund drauf. Haben Sie einen Hund gehabt früher? Ja. Wie hat der geheißen? Ja, dann geheißen. Benjamin. Nein, Sie schaut kurz nach. Harry. Harry? Harry hat er geheißen, ja. Und ich habe noch eine bestimmte Frage, weil wir sind hier natürlich im Grenzgebiet auch mit Ungarn und der Slowakei. Ja. Bemerken Sie etwas davon oder haben Sie Kontakt mit Leuten aus Slowakei? Nein, eigentlich nicht. Nein? Nein. Fahren Sie manchmal oder sind Sie früher mal hingefahren? Durchgefahren vielleicht. Aber Großmutter und Großvater in Ungarn geboren, ne? Ja. Ihre Opa und Oma, ihre Großeltern sind in Ungarn geboren? Ja. Wirklich? Haben Sie auch Ungarisch gesprochen? Nein. Nein? Und, aber die Großeltern schon? Ja.
Und sind Sie dann auch Besuch gegangen dort? Mhm. Und warum haben die dort gewohnt? Wissen Sie das? Nein? Okay. Ja, Hildegard Stetzer. Geboren bin ich am 12. März 1943. Mhm. Ja. Und vielleicht, weil es gibt ganz, ganz viele Bilder, die Sie selber auch mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob es genau diese Bilder sind, aber gibt da ein Bild, was Sie im Dorfsmuseum haben, was wir vorher angeschaut haben, was Sie uns erklären können, dass ein Einblick gibt, in wie es heute oder wie es damals in Deutsch-Jahndorf ausgeschaut hat. Gibt es ein Bild was, oder ein Foto, das Sie im Kopf haben, die Sie besonders gefällt? Ja, zum Beispiel sind nicht einmal, war ja gar keine Straße, das war ja ganz breit. Und das hat schon der, glaube ich, der Herr Fanzler gesagt, dass die Kühe da durch drin sind waren und die Pferde. Mhm. Und dann sind erst die weißen Steine gekommen. Dann ist einmal Straßen gekommen. Aber das weiß ich nicht mehr, mein 43 geboren. Ich weiß nicht, wann das war. Mhm. Das weiß ich alles nur vom Erzählen und von den Bildern her. Ja. Weil Sie haben das Dorfsmuseum haben Sie gestartet? Nein, das wurde in der Schule schon hergerichtet. Mhm. Und dann 1995 ist das oben eingeweiht worden. Mhm. Ja, 92 ist das neue Feuerwehrhaus gebaut worden. Und dann das Haus hergerichtet, das Gerätehaus, das alte. Und dann haben wir dann vom Schönräumsverein das alles von der Schule drauf und auch mehr rein. Mhm. Aber was ich mir jetzt fragen, weil wir haben vorher auch verschiedene Leute gefragt, wie das damals war und was so schön war. Aber da muss irgendwie etwas in Ihnen selber sein, was ein Wehmut, existiert das Wort? Ja, Wehmut. Ein Wehmut nach der Vergangenheit, dass Sie so ein Interesse haben an dieser Sammlung, an Stücken aus der Vergangenheit. Ja, ich meine, das weiß ich nicht. Ich habe mich vorher daheim auch überall interessiert, mit den Pferden. Mein Vater hat mich mal fallen lassen, dann bin ich über den Horbert und Tor reingefahren und bin geopfert. Pferd. Ich weiß nicht, wie alt das war. Und zum Beispiel haben wir so ein Rad gehabt, ein russisches, wo das war mit der Stange. Und mein Vater wollte mich nicht fahren lassen, weil ich unter der Stange übertreten habe. So schief. Aha. Und da war ich, glaube ich, erst 9 Jahre alt oder was. Ich meine, jetzt haben die Kinder schon von klein auf die Radl, nicht? Ja, ja. Und dann wollte ich unbedingt über der Stange lernen. Naja, einmal bin ich mit der Zehe reingekommen, dann bin ich in den Graben gelandet, habe mich so niederlassen und bei uns hinten bei der Mauer habe ich auch einmal bremst, weil ich nicht runtergehen habe. Ja, damals habe ich meinen Mann schon gekannt, der war beim zweiten Nachbarn als Knecht, also gekannt. Hat er gesagt, soll ich den Ralf lernen? Da habe ich gesagt, nein, ich muss das allein, weil sonst darf ich nicht. Ist das keiner. Mhm. Naja, dann bin ich gefahren, über der Stange, dann habe ich fahren dürfen. Das ist ein total schöner Anmachspruch. Soll der Radl fahren lernen? Ja. Finde ich total sexy. Sollen wir kurz, weil... Genau, gut, zwei Fotos. Vielleicht können Sie kurz über dieses Bild, vielleicht können Sie mal sagen, wo es ist, wo es in Deutsch-Jahndorf ist, dieses Bild. Dieses Bild, das ist beim Meixner Gustav hinten, das ist der Storl und das ist die Trustgesellschaft. Welche Gesellschaft? Trusch, ja. Was ist eine Truschgesellschaft? Dreschen. Okay, das Getreide. Mhm. Wird getroschen. Getroschen. Das ist schon die Dreschmaschine. Mhm. Und die Kinder haben auch mitgearbeitet? Ja, meistens gespielt. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich war auch, da hat bei uns eine. Das Anrechen, was man sagt, was der Abfall war, der hat das putzt. Und wir haben die Kletten genommen und haben es hinten aufgekaut. Ist nicht so nett. War nicht schön.
jetzt wird mein Kind das sagen, das darf man nicht. Okay. Ja. Dann ist uns aber nachgerannt. Naja. Aber ihr wart viel schneller. Naja, auf jeden Fall. Und wo sind Sie erzogen worden in Deutsch-Jahrndorf? Naja, vis-à-vis da vom Gasthaus, das ist mein Elternhaus. Gegenüber? Gegenüber, ja, neben der Bank. So, Sie haben eben einen Blick auf ein Gasthaus gehabt, was nicht immer Gasthaus war hier, oder? Ja, da kann ich mich erinnern, wie wir daheim den ersten Traktor gekriegt haben. Fängt das Diesel raus. Und ich habe ältere Halbbrüder. Deine Mutter ist gestorben. Und dann wollte ich ins Gasthaus gehen wie die Großen. Und der Vater hat mich schon heimgepatzt. Der war recht streng. Hab schon wieder heim müssen. Oh. Ja, das wäre schade. Also die Buben haben im Gasthaus sein dürfen, die Mädels nicht. So war das damals. Naja, die Brüder sind ja gut zu älter. Eine Brüder ist 26 geboren und der andere 1930. Sie leben ja alle zwei. Vielleicht machen wir das noch zum Abschluss. Vielleicht können Sie noch etwas über dieses Bild erzählen. Ja, das ist auch vom Dreschen. Kannst du es ein bisschen näher herhalten? Da zum Beispiel ist die Frau Kastler drauf. Ja, das haben wir gerade gesehen mit ihrem Mann. Das, ja. Können Sie es so halten? Ja, hier. Genau. Und sind da andere noch drauf? Das kleine Mädchen vielleicht? Nein, von hier nicht. Aber die kennen wir schon. Aber diese Leute kommen alle aus Deutsch-Jahrndorf, oder waren? Die kommen alle aus Deutsch-Jahrndorf. War es auch damals so, dass vielleicht Leute aus Ungarn oder Slowakei hier gearbeitet haben? Nein. Das war nicht möglich. Nein. Ich meine, meine Mutter hat von Ungarn auch verheiratet. Schon? Vom Ragendorf Röcker. Und wie haben die anderen dann kennengelernt? Bitte? Wie haben die sich kennengelernt? Und sie ist mit den Ungarn verheiratet gewesen? Ja, die Mutter. Ja, das war ja Ragendorf. Jetzt ist auch jetzt die Partnergemeinde. Mhm. Wie ist jetzt die, jetzt, es kommt immer öfters vor, dass Familien aus der Slowakei nach Österreich ziehen, weil einfach hier der Grund billiger ist, vor allem aus Bratislava. Und hier in Deutsch-Jahrndorf gibt es ja mittlerweile, ich glaube der Bürgermeister hat uns gesagt, 50 oder 60 Familien. Ja. Wie ist die Beziehung zu den Menschen? Ja, ist eigentlich eh gut. Kommen die eins Gasthaus? Ja. Bei denen ist das Erste, dass halt die Arbeit haben und so, was Kinder haben, beim Kindergarten oder Schule, haben nicht die Volksschule. Mhm. Ja. Die haben wir schon gehabt, oder? Super, was ist da noch? Die ja, die Musiker, die sind schön. Sind nochmal? Nein, ich glaube, ja. Nein. Ich finde den Typen da mit dem Hut, apropos, der hinten mit Hut und Sonnenbrille, der schaut aus wie so ein Hollywood-Film, muss man ehrlich sagen. Haben viele Leute früher so ausgeschaut? Das sieht so schön aus, wie die Leute hier auf dem Bild sich die halten. Ja, merkst du Gustav? Der war immer der Ziehharmonikerspieler. Der ist noch nicht lange erst gestorben. Ja. Wer ist denn das mit dem Hut und der Sonnenbrille, der hinten auf der Bank sitzt? Ja, die zwei gehören zusammen da. Die Christ. Da haben sie gesagt, das ist der Wirt, der Fanzlotter, hat der Fanzler gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob stimmt der und da. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Ich hab jetzt nur dazu gestellt. Das weiß ich nicht, das haben sie auch gesagt, vorhin den Namen. Ich finde die Bilder ganz schön. Sind sie auch total schön. Und wer hat diese Bilder geschenkt eigentlich? Wo kommen die her? Die Bilder? Ja. Ja, die haben sie in der Schule schon ausgestellt gehabt. Die haben sie schon immer gehabt? In der Volksschule, ja, okay. Schon lange. Voll schön. Da haben wir eine Lehrerin gehabt und die hat die Bilder gesammelt. Mhm. Und auch der Direktor Schneider. Und die haben sie in der Aula ausgehängt gehabt. Und jetzt haben sie es übergeben und die gehören ins Museum. Schön, total voll schön. Super. Danke vielmals. Aber immer ist aber nicht erwünscht. Ne? Stimmt's oder nicht? Völlig recht. Aber vielleicht können Sie ganz kurz erzählen, was Sie mir vorher erzählt haben.
Ja, na, wo bist du denn jetzt da geschwind anfangen? Sie können erzählen, wer ja, auf dem Bild ist. Und das, was mit den Leuten ist und warum. So. Das war die Frau Elisabeth Fink, hat es geheißen. Und die war Postlerin unterm Krieg. Also ob es vor dem Krieg war, das weiß ich nicht genau. Genau, und dann habe ich gefragt, war das damals normal, dass eine Frau... Ja, selbstverständlich war das normal, weil ja die Herren alle schon eingerückt sind, Großteil. Mhm. Sondern dann die Jüngere sind dann erst später einberufen worden. Ne? Mhm. Und sonst war sie weiter nichts. Und sie ist gut zu zeigen, weil sie eben erzählt, das ist die Postlerin. Ja. Und da... Und da, das ist mein Gatte und das war der Gefangene. Aber es schaut ziemlich frei aus hier. Ja, da sicher, sie haben sich ja frei bewegen können, aber weiter sind sie nicht gekommen. Und das verstehe ich jetzt nicht. Wie? Also das, ist er Russ? Ja, entweder ist er Russ oder ein Bulle. Das weiß man nicht genau mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man es der Gatte erzählt hat. Ne? Und sie sind damals dann geblieben, weil jetzt sonst... Naja, bis dann der Krieg aus war, ist, dann haben sie wieder zurück können. Ob sie alle nach Hause kommen, das weiß man nicht. Und wie war das Verhältnis zwischen Leuten aus Deutschlandorf, so eigentlich Eingeborger und... Ja, sicherlich haben die Leute mit sich überall gearbeitet. Ne? Dafür haben sie dann was zum Essen bekommen. Ne? Beim Lager haben sie schon nicht viel gekriegt. Und wo haben die gewohnt dann oder geschlafen? Naja, da war irgendwo draußen war ein Lager und da waren sie gefangen. Und sie waren, okay, sie haben dort schlafen müssen? Auch. Ja, genau. Haben sie weggehen dürfen. Und reden? Können Sie sich noch erinnern, was die geredet haben oder habt ihr geredet mit? Naja, ich praktisch viel weniger, weil ja nicht. Ich bin erst in 55 hergekommen. Mhm. Weiß ich schon praktisch nicht. Aber zu Hause, wo ich war, da haben sie auch einen Bullen gehabt und der ist jeden Tag gekommen und hat da jetzt gearbeitet. Ja. Und wenn die Eltern zu Hause gekommen sind vom Weingarten, nicht, dann hat er schon alles gemacht und dann hat er halt eine Nacht mehr gekriegt. Der Frühstück dann am nächsten Tag und wenn halt irgendwo eine Kleinigkeit hat er halt immer mitgeholfen. Mhm. Und wissen Sie noch, wie er heißt? Das weiß ich nicht. Nein? Nein, leider. Schade. Und die Postlerin, wo ist sie? Die ist verstorben. Die ist schon verstorben? Ja. Sie hat dann geheiratet und hat Lesko geheiratet. Und dann ist sie kein Postlerin mehr gewesen? Nein, sie hat zu viel Zucker gehabt und ist dann... Zuckerkrank. Die Frau Lesko war. 90 Jahre. Ich würde gerne ein Foto machen. Vielen Dank. Sie erzählen das eh so gut, aber wollen nicht. Na, was soll ich noch mehr? Ja, aber das ist so, wie kann ich Ihnen das erklären? Ja. Diese kleinen Geschichten, wenn die jetzt nicht irgendwie gesammelt werden, dann sterben die aus? Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch so wichtig, dass Sie die noch mehr erzählen? Dass Sie noch mehr erzählen? Ja. Na ja, Sie werden lachen. Mein Vater, der war in russischer Gefangenschaft, im Ersten Weltkrieg, war in Gefangenschaft und dann ist er zurückgekommen und da war das Geld nichts mehr wert. Hat da praktisch nichts gehabt. Ne? Mhm. Außer 5 Kubiken silberne, echt Silber. Was hat er damit gemacht? Naja, gemacht. Das frage mich heute, wo die alle hingekommen sind. Leider war ich zu spät dran. Weil ich war als Kind in Edelstal geboren, bei der Römerquelle. Ne? Und dann bin ich praktisch nach Heimbuch gekommen. Zu der Tante. Und wie die Schule aus war, habe ich mein Pinkel gekriegt und bin marschiert durch den Wald nach Heimburg. Und dann bin ich bis 45 und das war in Ungarn. Ach so, ja. Na, wieder verwechselt. Ja, geht mir also. Mehr kann ich jetzt nicht erzählen mehr. Also, ich glaube, Sie könnten. Könnten. Aber eigentlich war ja Freibad war in Edelstal, bevor die Quelle dann gekommen ist. Mhm. Ne? Und da sind wir jeden Tag, wie der Sommer war, als Kinder sind wir immer fleißig baden gegangen. Und einen Schwimmmeister haben wir gehabt, um einen Schilling schwimmen lernen.
Und haben Sie sich da zum ersten Mal verliebt im Schwimmbad? Ja. Wirklich? Sogar einen Preis geschwommen. Ein Preis? Geschwommen. Gratulation. Super. Und das mit 1,55 Meter. Und dann war ich zufällig im Baden. Aha. Mit der Hand auf Kur. Und das haben die Frauen immer gesagt, was, du kannst schwimmen, du kannst schwimmen. Sag ich, ja, wenn man es lernt, kann man schwimmen. Schön. Sehr gut. Bis später. Bis ja, später okay. Dann. Jetzt holen wir die Frau Franzl nur kurz. Ja. Die Frau Franzl, die war es eigentlich mehr. Die sollte eigentlich wissen, ob die Kostlerin schon vor dem Krieg gegangen ist oder nicht. Borgen Sie uns das Foto nur kurz, vielleicht können wir einfach mit dem Foto anfangen. Gibt's nach Ihnen zurück, ja? Ja. Ich hoffe, der Frau Rekowert hat das gut. Wirklich? Und was war da drinnen? Da drinnen war Schlafhalle, da haben Schweine geschlafen. Und das ist doch ein Laufgabe, oder wie? Enkel vom Schwiegervater. Mhm. Der ist weggezogen vor ein paar Jahren. Mhm. Noch ein Zerfeld und hat das verkauft. Ach, schade. Ne? Sollen wir zu anfangen? Ich glaube, so fangen wir an. Und dann vom Geschäft. Genau, genau. Dann was wir verkauft haben. Oder? Genau, genau. Ja, super. Was, genau. Ach, so. Und Action. Noch nie geboren. Und wie Sie heißen? Elisabeth Fanzler. Und ich habe einen Fanzler geheiratet. Habe meinen Namen erhalten, aber keine Verwandtschaft. Der war da vom Haus. Ne? Mhm. Am 28.08.1916 bin ich geboren. Und mit 20 Jahren habe ich dann geheiratet. 1936. Und da haben wir da unten das Warenhaus gehabt. Das hat geheißen Warenhaus. Und was wir da alles verkauft haben. Also einmal, was sagen wir, Textil, ne? Da war ein Jahr, das noch kam. Autobus oder was, da haben die Leute im Dorf eingekauft. Hemden, Schuhe, Strümpfe, Unterhosen, Bettzeug, das war so 24 Meter auf ein Stück. Und da haben die Leute selber das geschneidert, ne? Bettwäsche geschneidert. Und das haben wir noch alles gehabt. Lebensmittel, was halt früher so gegeben hat, alles. Zucker, Salz, ja, jetzt die Lebensmittel sind. Ne? Hm. Was haben wir noch gehabt? Na, alle Lebensmittel, was es gegeben hat. Ne? Weil da waren, sind die Leute noch im Supermarkt gefahren, haben sie im Geschäft eingekauft. Von was für einem Zeitraum reden wir da jetzt eigentlich? Vom Geschäft, mit den Lebensmitteln. Weil Sie sagen, Sie haben alle Lebensmittel gehabt. Hat es einmal Zeiten gegeben, wo sie im Geschäft nicht so viele Lebensmittel gehabt haben, wo es ein bisschen... Na, im Krieg haben wir dann, ist ja das jetzt auf die Karten gekommen, wie hat das auf die Lebensmittelkarten. Wie hat so eine Karte funktioniert? Da haben die Leute ja im Krieg die Lebensmittelkarten rationiert, alles, ne? Butter, Zucker, Mehl. Das war alles schon, dass man nicht aufgekommen hat, so Lebensmittelkarten, ne, was sie damals rausgegeben haben. Die Stadt hat das rausgegeben? Ja. Ja. Wir haben es eingeteilt gekriegt, was sie nicht gehört von Lebensmittelkarten. Was sie im Monat kriegen. Ne? Und dann mit den Karten sind wir nach Neusel gefahren zu der Bezirkshauptmannschaft. Und da haben wir das, was halt für einen Monat gehört. Aber Sie haben
die Leute haben bei Ihnen im Warenhaus, haben Sie mit die Karte Essen abgeholt? Ja, mit aber Essen. Gewand auch? Ich verstehe nicht. Für Gewand hat man nichts gebraucht, nur für die Lebensmittel. Für die Lebensmittel? Weil diese Textilwaren haben wir ja dann später nicht mehr gehabt. Aber war das genug, was auf so einer Karte gestanden ist? Ist es nicht vorgekommen, dass ein Familien zum Beispiel gesagt hat, hey, ich gebe Ihnen ein bisschen mehr Geld und dafür bekomme ich dann extra Zucker? Das ist nicht gegeben. Geht nicht? Nein. Und dann haben wir einen Grossisten gehabt in Hainburg. Mhm. Und bevor die Russen gekommen sind, haben wir zwei Zucker. Hat der Angrossist gesagt, wir liefern das aus. Sagen wir vielleicht 5000 Kilo oder wie viel. Und ich habe gesagt, naja, ja, nehmen Sie es. Und haben wir es im Magazin aufgehoben. Weil das war für ein paar Monate eingeteilt. Aber dann sind schon die Russen gekommen und haben schön den Zucker aufgeladen und weggeführt. Und ist dann weitergegangen. Weil ich habe gesagt zum Bürgermeister, Herr Bürgermeister, soll man den Zucker nicht, ich weiß nicht mehr wie viel, aber ziemlich viel, soll man den Zucker nicht den Leuten verteilen? Weil wir sehen ja schon, es gibt keinen Ausweg mehr. Mhm. Nein, nein, das kann man nicht, das kann man nicht. So, dann sonst kommen aufgelandet, weg war der Zucker. Und wie war es dann weiter? Sind da beim Warenhaus auch, weil es ist natürlich eine Umgebung hier, wo viele andere Geschäfte auch waren. Waren da viele andere Geschäfte? Ja. Aber auch sind da auch Leute zum Beispiel von über die Grenze gekommen, um bei Ihnen einzukaufen? Eigentlich weniger. Schmuggler haben wir gehabt. Mhm. Schmuggelt haben sie. Saccharin haben sie gesagt, nicht in Süßstoff. Mhm. Sind gekommen, schwarz über die Grenze. Über welche Grenze? Ragendorf. Okay. Ja, Schmuggler waren das. Und die haben dann gekauft. Mhm. Zucker, 15 Kilo, 10 Kilo und viel Süßstoff haben sie da im Ragendorf dann verkauft. Echt? Süßstoff. Ja, ja. Und aus Rusovce? Rusovce, sagt das Ihnen etwas? In der Slowakei? Nein, nur nach Ungarn. Nur nach Ungarn? Nur nach Ungarn, nach Ragendorf. Da waren so quasi 4-5 Männer sind oft gekommen und haben das runtergeschmuggelt. Aber das war im Kriegszeit auch. War das im Kriegszeit, dass Sie das geschmuggelt haben? Weil wir haben Sie... Vor Kriegszeit. Vor der Kriegszeit. Vor Kriegszeit hat das Schmugglerei. Weil während der Kriegszeit konnte das nicht, wegen... Nein, okay. Nein. Das waren vor dem Krieg schon. Und wie war das im... Bis wann haben Sie in dem Geschäft gehabt? Oder Ihre Familie? Das Warenhaus? Bis wann war das da? 1992. Okay, so lang. Haben wir gesperrt dann, ja. Naja, dann war ich schon anders, nicht? Aber das war ganz in der Vorkriegszeit, dass wir das alles geführt haben. Ja. Dann hat es das nicht mehr gegeben. Meterware oder Schuhe oder irgendein Hemden oder so. Das war in die 30er Jahre. 1992 haben wir dann gesperrt, weil dann sind die Supermärkte gekommen. Mhm. Und hätten wir müssen umbauen, weil wir haben ja noch das alte Geschäft gehabt, mhm, ne? Wie wir es früher gehabt haben. Dann haben wir gesperrt. Schwierig, sagst du. Ist nichts mehr, das haben wir auch nicht. Vermissen Sie es? Wir sind mit mehr Wirtschaft. Ne? Okay. Landwirtschaft haben wir ja. Jetzt? Jetzt, ja. Arbeiten Sie noch mit? Nein. Nein? Nein. Die Jugend, der Sohn hat
hat einen Sohn, der ist, wie alt ist er, 35 oder was, Mann, der macht die Landwirtschaft. Okay. Ich habe hier noch ein Bild, ein Foto. Das ist verjandert. Ne? Mhm. Wissen Sie, was drauf ist? Ein Tschatake. Ein Tschatake? Und eine Briefträgerin, das ist eine Tschatake. Da haben wir den Mais gelagert früher. Mhm. Und das ist eine Briefträgerin. Briefträgerin von Deutsch Jandorf. Und wann hat sie gearbeitet? In welche Zeit? Wissen Sie das? Na, wann kann das gewesen sein? Hat sie gar kein Datum drauf. Können Sie mal in die Kamera halten? Das Foto so zu mir zeigen, dass Kennen Sie die Frau, die am Foto ist? Kennen Sie die Briefträgerin? Schon? Ja, Enkel lebt in Jan. Die Frau. Die ist in Jan. Irgendwas mit Zeisel, gibt's das? Die Tochter von ihr. Mhm. Und wer ist das? Ich weiß den kennen nicht. Das ist der Herr Lundseermann. Der Frau Lundseermann, glaube ich. Ich habe gehört, er war ein Gefangener. Ach, der war ein Gefangener. Ja, da waren ja viele Gefangene. War viel Gefangene? Wie war das? Ja, wie im Haus, wie die Russen gekommen sind. Die Leute waren bis durchgezogen sind. Ne? Und da war auch ein Mann, der hat da drüben der Fick gehabt, seine Handuhr gehabt auf der Hand, schön herzeigt und der Russ hat schön runtergenommen und ist gegangen. Echt? Ja. Und bei uns im Haus, ich war mit, mein Mann war auch eingerückt und ich war mit den Kindern bei den Eltern da im Haus. Und unsere Mutter hat gesagt, die werden großen Schinken kochen. Wenn die Russen kommen, werden wir was aufwarten. Weil die war immer großzügig. Und der Russ ist gekommen und hat die Kastentür aufgemacht. Hat sie rausgenommen, ein paar Kleider von meinem Vater. Dann haben sie einen Stiefel oder wie, was ich irgendwie auch genommen. Und ich glaube, das ist nicht so interessant. Da war ein Herr, der hat mit den Russen sprechen können. Der hat Russisch geredet? Kroatisch und der hat mit den Russen sprechen können. Aha. Und im Geschäft haben wir ja nichts mehr, haben wir zugesperrt. Und ich war mit den Kindern herum und da haben so viel gestohlen. Ne? Wahrscheinlich die Einheimischen auch. Mhm. Dann hat er. Aus dem Geschäft. Wo haben Sie Sachen hergeklaut, gestohlen? Und waren wir dann in der Wohnung bei mir. Aha. Und der Herr war mit Russen dort, die wollten bei uns schlafen. Aber ich will meine Betten weggerannt. Man denkt, ich brauche die Russen nicht in mein Bett. Ich habe es weggerannt in einen Abstellraum. Und der Russ hat gesagt, naja, sie wollen da schlafen. Hat der Herr gesagt, wir werden ihnen einen Strohsäcke geben und dann können sie schlafen. In unserer Wohnung hat er gesagt, wir sind keine deutschen Schweine, wir schlafen nicht auf die Schlafsäcke. Und was haben sie gemacht? Im Schlafzimmer haben sie die Kästen umgelegt, haben wir Decken draufgegeben und dort haben sie geschlafen. Auf die Kästen? Auf die Kästen, ja. Weil sie sind keine deutschen Schweine. Und dann bin ich runtergekommen, einmal waren sie schon fort.
im Badezimmer war. In der Badewanne Wasser drinnen. Das war so dreckig. Da müssen sie alle in einem Wasser gebadet haben. Gemeinsam? Nein, wahrscheinlich. Weil damals hat es schon ein wenig Badezimmer gegeben in Jandorf. Ne? Mhm. Schöne Überraschung. Ja, von der Länge her ist perfekt. Oder? Und im Geschäft und haben wir auch früher gehabt Farben. Ne? Da haben wir die Frauen selbst geweißelt und alles selber gemacht. Rot, Grün, Weiß. Und die haben so alles im Geschäft aufgestellt. Alles ausgeräumt, Schuhcreme, alles, was wir gehabt haben, war nichts dort. Also wir haben dann nur putzen müssen.